You never gather wisdom. You need to cultivate wisdom within yourself. You can gather information, but information will not necessarily become wisdom. One has to curate, one has to mature within oneself for information to become wisdom. Nicht fragen, wo man gestern, fragen, wo man jetzt ist. Suche auf keinen Fall nach Ausreden, suche immer nach Lösungen. Wir sind viel zu sehr in der Vergangenheit, in der Vergangenheit, in der Vergangenheit und versuchen festzustellen, woran es gelegen hat, dass es nicht geklappt hat. Das ist auch ein Bestandteil, klar, um weiterzukommen, dass man mal eine Analyse machen muss, aber ich würde immer in die Zukunft schauen. Wenn ich mir immer die Möglichkeit biete, 6 Schritte zurückzugehen, ja, werde ich niemals vorankommen. Und das heißt Risiko gehen. Versucht, Grenzen zu überwinden. Setzt euch Ziele, wo ihr heute sagt, ey, das ist viel zu schwer, das geht gar nicht, das ist zu schwer. Sondern dann, wenn es schwer wird, beginnt ja Wachstum. Die Zukunft liegt niemals vor dir. Die Zukunft steckt in dir verschlossen, du bist der Erste, der sieht. It should be no other alternative. Your objective should be to make it. Einfach mal weitermachen, gar nicht Schwäche eingestehen, einfach mal ignorieren und sagen, komm, weiter geht's. 80% aller Dinge, die du tust, sagst, hörst, sind unnütz. Aber setz die Dinge doch einfach direkt um. Donnert einfach rein, macht einfach und eiert nicht durch die Gegend. Lest nicht 1 Milliarde Sachen, einmal nehmen, machen. Einen Löwen interessiert es nicht, was die Schafe über ihn denken. Also, nicht so viel denken, nicht so viel konsumieren, mehr machen. Kümmere dich um dich, achte auf dein Glücklichsein und gib Gas. Wenn du andere Menschen groß machst, wirst du groß. Wenn du anderen Menschen Liebe gibst, wirst du geliebt. Wenn du andere Menschen glücklich machst, wirst du glücklich. Und gut zuhören, wenn du andere Menschen reich machst, spirituell, finanziell und in ihrem Wachstum, dann wirst du reich. Such nach den Dingen, die dich begeistern, aber an denen du arbeiten musst. That's life, you know what I mean? Whatever you want to be in life, I don't care what it is, whenever you want to be the best, even if it's just a garbage can collector, yes. When you want to be the best, there's always going to be some disappointing moments. And you have to learn how to handle those moments and continue to go on and succeed. Das Ganze beginnt immer mit einem klaren Ziel. Ich habe so viele tolle Leute kennenlernen dürfen und habe von jedem was gelernt. Aber ich habe mich dabei nie aufgegeben. Und ich kann euch eins sagen, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, dann braucht keiner traurig sein. You're born ready, du musst nicht irgendwas beweisen. Be experienced and know the pressure is not your enemy. Some people go in there and think pressure is going to kill me. Oh my God, I'm sweating. Oh my God, I can't think. Pressure is not the enemy. Pressure is your friend. It makes you sharper, makes you more alert, makes you more hungry, it makes you want to refuse to lose. Sei dankbar. Sei dankbar, wenn dich die Scheiße voll erwischt. Ständig kommt irgendwie so ein Brocken vor mich hin und ich denke, oh, ich komme schon wieder nicht weiter. Und dann musst du halt mal 3 Schritte zurückgehen. Aber genau die 3 Schritte brauchst du, um das Gesamtbild wieder zu sehen. Du bist auf einmal nicht mehr drin. So ein Schlag in die Fresse, der holt dich raus aus dieser Betriebsblindheit. Der lässt dich nun mal so aus einer ganz anderen Perspektive das Ganze betrachten. Und wenn dieser Brocken dann vor dir liegt, egal ob es Finanzamt ist oder egal was es ist, dann gib dein Bestes, dass du sagst, geil, Mann, geil! Weil wenn du jetzt nicht gekommen wärst, hätte ich da nicht zeigen können, wie geil ich das Hindernis überwinde. Ich hatte wieder richtig Bock auf Leben. Ich hatte richtig Lust wieder auf Erfolg. Ich hatte richtig Lust auf Weitermachen. Und ich hatte auch richtig Lust, einfach zu sagen, alles was war, hat seinen Grund. Auch wenn es richtig scheiße war, auch wenn es echt schlimm war. Aber es gibt immer einen Grund, warum etwas passiert. Und wir müssen einfach in jeder Situation, die auch eine Niederlage ist, die eine Schwäche ist, was schlimm ist, müssen wir einfach gucken, dass wir eine Erfahrung, was Positives draus ziehen und einfach weitermachen. Everything is timing.
Everything is timing. You gotta work hard, and you gotta think you deserve something, and you're not gonna get what you deserve, and you gotta feel like getting enough, but just never give up. Just continue to work hard, and time will come. Warum? Ich habe keine Zeit, motiviert zu werden. Ich muss motiviert sein und dann suche ich Leute, die dafür sorgen, mich noch mehr zu motivieren. Mein Leben ist wann? Jetzt. Wann ist dein Leben? Jetzt. Entrepreneure tun, die reden nicht. Was kannst du denn so gut, wo dir so schnell keiner was vormachen kann?